Hallo ihr Lieben, das kennt ihr bestimmt auch. Ihr schaltet den Fernseher ein und tausende von Werbeversprechungen prasseln auf euch ein. Ich habe mir überlegt, einfach die Produkte, die es so gibt, mit ihren Werbeversprechungen zu nehmen und mir anzugucken, ob sie denn diese Versprechungen überhaupt einhalten. Und heute soll es um das Herbal Essences Clearly Naked Shampoo gehen. Und ja, schaut euch einfach das Video an, um rauszufinden, ob es wirklich so toll ist, wie suggeriert wird. Viel Spaß! Als ich die Werbung zu diesem Shampoo sah, hat man ja einige Versprechungen gemacht. Da sah man eine Frau mit wallendem langen Haar und ja, das Versprechen von Herbal Essences, 0% Silikone, 0% Parabene, 0% Farbstoffe und auch noch mit Volumen und so weiter. Und ich habe mich ja gefragt, ist das wirklich so? Irgendeinen Haken muss das ja wohl haben. Es kostet, glaube ich, nicht mal 2 Euro. Und ja, viele Kunden kaufen das auch. Ja, und ich dachte, ich gucke es mir einfach mal an. Und leider muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht von diesem Produkt. Klar, es hält die Versprechen, da sind keine Silikone drin. Ich blende euch einfach mal die Inhaltsstoffe hier ein. Da erkennt man, es sind wirklich keine Silikone drin, es sind keine Farbstoffe drin und es sind keine Parabene drin. Also laut diesem Aufdruck ist es tatsächlich so, was Herbal Essences uns hier weismachen möchte. Aber das Problem ist, wenn wir uns jetzt weiterhin die Inhaltsstoffe angucken, ja, da ist zum Beispiel Sodiumlaurylsulfat drin, also Natriumlaurylsulfat. Und ich habe ja gedacht, dass dieser Inhaltsstoff eigentlich mittlerweile ausgestorben wäre in unserer Produktrange und so, in unserem ganzen Produktsortiment oder allgemein in den Produktsortimenten vieler Drogerien oder Parfümerien. Aber hier Herbal Essences hat es mal wieder bewiesen, es ist nicht so. Sodiumlaurylsulfat ist einer der irritierendsten Stoffe, die es überhaupt gibt. Und ihr dürft nicht vergessen, Kopfhaut ist auch Haut. Und da ist halt eben die Frage, ob man das seiner Kopfhaut wirklich antun möchte. Es wird sogar als Vergleichsstoff benutzt, um die Irritation, das Irritationspotenzial von anderen Stoffen zu messen, weil es so krass irritierend ist, ja, dass man das einfach als Vergleichsstoff nimmt. Was auch noch sehr interessant ist, wir finden hier zum Beispiel Menthol, auch ein sehr irritierender Stoff, oder Pfefferminzextrakt, auch nicht gerade zu verachten, beziehungsweise ist ja sogar Pfefferminzöl, ist auch sehr irritierend. Sollte man sich wirklich überlegen, ob man dieses Shampoo nimmt. Ja, dann, also es sind keine Parabene drin, ich weiß gar nicht, was die Leute gegen Parabene haben. Das sind eigentlich keine bösen Konservierungsstoffe, muss ich sagen. Aber die, die dafür verwendet werden, ich blende euch hier nochmal ein, diese Kombination von den zwei Konservierungsstoffen, die sind viel, die haben ein viel höheres Irritationspotenzial als Parabene. Also eigentlich hat man hier, weiß ich nicht, macht man hier irgendwelche Versprechungen und dafür nimmt man viel, viel schlimmere Stoffe. Das ist für mich eigentlich ein totales Flop-Produkt. Also wenn ich jetzt sagen müsste, ist das Produkt jetzt hui oder pfui, würde ich eher sagen, es ist pfui. Klar, Silikone sind jetzt nicht so super für die Umwelt, aber Sodiumlaurylsulfat ist genauso scheiße für die Umwelt. Mist, ich habe gerade scheiße gesagt. Können wir das wegbiepen? Also für mich ist dieses Produkt eigentlich das Geld nicht wert und ich verstehe nicht, wieso die Kunden das kaufen. Klar riecht das toll, das ist ja auch voll viel Parfüm drin und Duftstoffe und sowas. Und aber wie ich schon sagte, eure Kopfhaut sollte euch genauso wichtig sein wie eure Gesichtshaut. Und auf deiner Gesichtshaut sollte man dieses Natriumlaurylsulfat und auch nicht benutzen. Genauso weniger wie Pfefferminzöl oder Grapefruit und sowas. Das ist alles sehr irritierend. Und diese Konservierungsstoffe und so, eigentlich ist das Produkt für mich total durchgefallen und die Werbeversprechen, klar, werden die eingehalten, so wie es hier drauf steht, aber dafür haben sie eben wieder andere Sachen reingemacht, die ja bedenklich sind. Also für mich ist dieses Produkt durchgefallen und ich hoffe, ihr seht das genauso und kauft euch das nicht. Da ist jedes Balea-Shampoo, was hier gerade mal 70 Cent kostet, besser. No. Das war's schon. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer und lasst euch nicht so sehr von den ganzen Werbeversprechungen einlullen.
Das Problem ist eben auch, auf der Internetseite findet man keine Inhaltsstoffe zu dem Produkt. Das finde ich auch sehr, sehr furchtbar, ganz schlimm von den, von der Firma. Und ja, ihr müsst schon in den Laden gehen, um euch das anzugucken oder eben bei Codecheck gucken. Aber als das rauskam, war es eben noch nicht drin und da musste man tatsächlich in den Laden und hinten drauf schauen. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.